Moin Paper-Einsteiger-Freunde, heute zeige ich euch, wie ihr eure Feder von euren CF20-Magazinen wechseln könnt. Näheres dazu nach dem Intro. Seid gespannt! Und damit herzlich willkommen zurück zu meinem Tutorial, wie man die CF20-Magazinfeder wechselt. Was brauche ich dazu? Einmal die neue Feder. Euren Imbusschlüsselsatz von Planet Eclipse ist alles dabei und natürlich euer kaputtes Magazin. Ihr fragt euch auch sicherlich, wie kann sowas passieren? Jeder von euch kennt es beim Magazin nachladen, wenn ihr vielleicht noch ein paar Schuss drin habt, ihr wollt eure Klappe aufmachen, schwupps kommt ihr auf die Nippel und alle Bälle gehen raus. Wenn ihr Pech habt, reißt euch der Faden, irgendwas geht kaputt von der Feder und ihr müsst die Feder wechseln. Mir ist es auch schon passiert, aber ich hatte bisher Glück gehabt, dass es noch nicht so war. Und damit danke ich Martin, meinen Paintball-Wingman, der mir sein kaputtes Magazin zur Verfügung gestellt hat, damit ich es euch besser zeigen kann. Um loszulegen, müsst ihr erstmal die Kappe aufmachen. Hier kommt mir schon die Feder entgegen. Somit auch der grüne Follower. Und ihr müsst diese Schrauben 1, 2, 3, 4 Schrauben locker machen. Und damit haben wir alle 4 Schrauben auf. Und wir müssen jetzt zur Magazinbinde. Wichtig ist jetzt beim Aufmachen, passt auf, wenn ihr es abnehmt, dass euch nichts entgegenschnipst. So, schön vorsichtig. Das könnt ihr liegen lassen. Es kann passieren, dass die schwarze Klappe hier rausspringt. Ist relativ einfach. Oder halt hier das graue Teil euch entgegenspringt. Ist relativ einfach, es wieder zusammenzufrickeln. Keine Panik. Ja. Wir konzentrieren uns heute nur auf die Feder. Gut. Hier seht ihr, da ist das Seil gerissen. Kann raus. Beiseite. Und es kommt jetzt die neue Magazinbinde rein. Natürlich mit diesen Bippes nach oben, dass ihr es auch später wieder aufdrehen könnt. Wichtig ist hierbei, wenn ihr es einsetzt, zieht ein bisschen die Feder runter, weil sie nur bis hier hin soll. So. Ihr braucht jetzt auch noch nicht frickeln. Einfach nur die Magazinbinde rein, den Follower mit der Feder hier durch. Aufpassen beim Zusammensetzen wieder, dass alles hier an Ort und Stelle ist. Sieht gut aus. Okay, dann könnt ihr hier die Feder reinmachen, aber nicht einfach so mit Follower. Wichtig ist, das grüne Teil hier richtig rum. Das heißt, dieses Rechteck mit dieser Rundung, sozusagen der umgedrehte First Strike, muss halt so gucken, dass diese Rundung der Kopf vom First Strike nach rechts zeigt. Ja. Zum Vergleich auch, warte, wo haben wir es? Ein anderes Magazin, das ganz ist. Hierbei ist wichtig, wenn ihr es mal auslösen solltet und auf sich haltet die Hand drauf. So, und da seht ihr es hier. Das ist ein funktionierendes Magazin. Gut. Machen wir weiter hier. Und zwar guckt, dass der Kopf richtig drin ist. Ihr könnt aber auch erstmal ein bisschen entspannter sein. Ein bisschen ziehen. Dann guckt ihr, dass es reinpasst von der Schiene her. So.
Noch besser wäre es, ihr würdet vielleicht das vorher festziehen, wenn ihr merkt, es passt soweit. Weiter zurückziehen. So. Follower wieder ausrichten. Und dann wird das Ganze gefrickelt. Das ist eher was nervt. Ich habe es ein bisschen zu weit aufgezogen. Ein bisschen locker. Ja, das ist jetzt eher die Fummelarbeit. Das eigentliche Tauschen der Feder ist ein Klacks. So. Dann testen wir aufs Pass. Gucken, was läuft links. Der Follower zieht sich zurück. So, rastet gut ein. Ist offen. So. Okay. Magazin löst aus. Es lässt sich zurückschrauben. Feder passt. Und der Follower sitzt auch perfekt. Was ich sogar schön finde, es ist jetzt hier ein schwarzer Magazinbinde dabei, hat auch nochmal vielleicht einen personalisierten Effekt. Kann man gucken, wie man es noch individualisieren kann. Über die Kappe, unten beschriften oder. Nun gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet ein paar Tipps sehen, beziehungsweise sehen, wie wenig aufwendig es ist, ein Magazin zu wechseln, beziehungsweise die Feder davon. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen nach unten und bitte schreibt einen Kommentar. Denn nur so weiß ich, warum es euch nicht gefallen hat. Ansonsten abonniert den Kanal, gebt mir Tipps, schreibt in die Kommentare, was euch auf dem Herzen liegt, was ich noch machen könnte als Videos, was euch interessiert. In diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch einen recht angenehmen Tag. Macht's gut. Ciao.